Der Mann aus Russland. Im Grunde klingt die Story schrecklich simpel. Auf einer öden Cocktailparty war's. Ich schlürfte ohne Lust an meinem Dimpel. Und er war schon beim 12. Wodka-Glas. Ich fragte plötzlich, sagen Sie mal, wie sagt man Prost auf Russisch? Und er schaute ganz verdutzt mir ins Gesicht. Sassodrovje, lachte er, Sabasche, Sadrovje, Pagabalutsche. Und fragte, wissen Sie das wirklich nicht? Und der Mann aus Russland konnte lachen, fröhlich sein, Witze machen, hob die Ball sein Glas und trank mir zu. Und der Mann aus Russland konnte lachen, fröhlich sein, Witze machen, war ein Mensch genau wie ich und du. Wir sprachen dann von unseren beiden Welten. Ich fand, bei ihm sei manches schief und krumm. Doch er ließ keiner meiner Worte gelten und drehte mir den Spieß ganz einfach um. Und dann erzählte er von seinem Lande, von den Menschen, die dort lebten, von einer schönen Frau. Und in Städten schwärmte er von Kiew und Minsk, vom Schwarzen Meer, dass er heimweh hatte, weiß ich ganz genau. Und der Mann aus Russland konnte weinen, einsam sein, glücklich scheinen, ob die war sein Glas und trank mir zu. Und der Mann aus Russland konnte weinen, traurig sein, glücklich scheinen, dein Mensch, genau wie ich und du. So gegen 5 Uhr morgens können die uns dann und etwas melancholisch, meinte er, er müsse fort. Na starovje höre ich noch, sadvoje staroj, in aso druzhbu, ich frage mich, ist Freundschaft bloß ein Wort? Und der Mann aus Russland konnte weinen, traurig sein, glücklich scheinen, hob derweil sein Glas und trank mir zu. Und der Mann aus Russland konnte lachen, fröhlich sein, Witze machen, war ein Mensch genau wie ich und du. Und der Mann aus Russland konnte weinen, traurig sein, glücklich scheinen, hob derweil sein Glas und trank mir zu. Und der Mann aus Russland konnte lachen, fröhlich sein und Witze machen, war ein Mensch genau wie ich und du.